Hallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Seven Days to Die. Wieder mal am Start ist der Crazy Freak. Ja, yep, anwesend. Jo, und ja, nicht der Onkel. Und ich habe jetzt hier oben mal probiert, diesen Stein da hinzusetzen, und das ist so ein Grundstückstein, und da ist dann irgendwie so und so viele Felder sind dann geschützt. Also vielleicht ist dadurch jetzt unser Haus geschützt. Ich weiß es nicht, was das direkt sieht bedeutet. Halt, sieht halt anfangen. Doof aus, ne? Naja, macht doch nichts. Der Crazy, der hat mir jetzt hier auch diese Aufbewahrungstruhe freigeschaltet. Und da habe ich mal alles reingeräumt. Das brauche ich ja jetzt nicht in der Aufnahme zu machen. Ja. Und wir sind jetzt eigentlich soweit erstmal fertig mit dem Haus. Wir haben es 3:54 Uhr. Kann man diesen Grundstückstein nicht mit irgendwie hier einbauen? Gut, sieht auch doof aus, ne? Doof raus? Mhm. Doof aus. Ja, denke ich schon, dass es doof aussieht. Ja, aber besser als. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall, wir brauchen Essen, wir brauchen Trinken und wir müssen. Wir müssen. Wie sieht es denn draußen aus? Dunkel? Ja, ja, klar. Falsche Tür. Es wird aber hell. Ja, also. Es wird dunkel, es wird, ist 4:07 Uhr. Ja, der wird hell. Okay, hast du jetzt die ganzen Dinger abgesichert? So, die Fenster hast du alle abgesichert, das ist gut. Die Tür zu, bevor einer reinkommt. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal ein bisschen looten. Wo rennst du hin? Wo bist denn du? Wo war jetzt die Stadt? Ich glaube, die war ja rechts unten. Jetzt rechte ich wieder nicht an. Warte mal hier. Hm? Achso, muss ich wieder hier haben. So. Ja, muss ich dieses Mal neu setzen. Das ist doof. Ach, ich muss dich auch einladen. Aha. Ich musste dich nochmal einladen, ich kann sonst nichts machen. Ich habe einfach Haken gesetzt. Das ging bei mir nicht. Bei mir ist es nicht. Du musst auch mal das Plus nochmal drücken oder so. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ich hab nur den Haken gesetzt, mehr hab ich nicht gemacht. Plus kann ich nicht. Bei mir gibt's keinen Haken. Na, neben meinen Namen. Das ist schwarz. Bei mir gibt's keinen Haken. Das wollte ich dir gerade sagen. Gibt's nicht. Also nochmal verschicken? Jetzt, so. jetzt habe ich den Haken. So, jetzt sehe ich dich auch. Okay, das muss man alles dran gewöhnen, das muss man dann machen. Nächste Mal, wenn wir natürlich vor der Aufnahme, ne? Ist ja jetzt hier eine neue Session. Und jetzt geht's ein bisschen looten, das kann jetzt ein bisschen spannend werden. Also ich wäre dafür, dass wir ja mal in die Stadt gucken. Ich mach den Felsen klein. Ach stopp. Was, du machst den Felsen klein? Ja, das ist eine gute Idee. Ja, der schrumpft. Wir brauchen Steine, wir brauchen Holz und wir brauchen Fiber. Wir müssen uns Pfeile bauen, weil ohne Pfeile gehe ich nicht in die Nähe dieser Stadt. Weil ich würde gerne die Zombies nacheinander weg rauslocken. 2 Eisen und 26 Steine. Wie ist das für hell, sag ich doch. Ja, wird's halt hell, das denke ich, mein Gott. Ja, weil guck doch. Achso, und Federn. Federn brauchen wir auch. Federn haben wir doch in der Kiste. In der Kiste sind Federn. Müssen ein paar zumindest drin sein. Ach, nee, da brauchen wir ja gar kein Fiber. Wir brauchen Federn, Holz und Stein, so war das. Ja, aber das sind ja bloß ein paar, oder? Wie Verbände oder so. Ja, natürlich. Ja, da muss man mal. Die Frage ist jetzt, wer lockt die? Weil ich brauche ja bloß einer Pfeil und Bogen haben. Oder hast du überhaupt Bogen? Nö. Dann siehst du, da machen wir das nämlich gleich so. Wo sind denn die Pfeile? Wo sind denn die Federn? Nein! Federn? Nein? Ich hab's schon einstecken. So, ja, bevor wir in die Stadt gehen, wir brauchen unbedingt Pfeile, das ist noch ganz wichtig. Also meine Taktik ist nämlich so, die dann, wenn wir Zombies sehen, wegzulocken von der Stadt. Das ist so eine Axt. Brauchst du auch Steine, achso, hast du ja. Da brauchst du wiederum Fiber. Wie heißt das Ding? Steinaxt. Steinaxt. Na super, ging mir auch gerade nicht anders als dir. So, wo warst du denn hier? Ist doch bei Werkzeuge, ich guck bei Waffen. Dumm. So, jetzt muss ich noch ein bisschen. So. Weiter geht's. Steinaxt.
Holz, Stein. So, Holzhammer, jetzt würde ich sagen. Pflanzenfasern brauchst du dafür. Für das Steinachse, ja. Ja. Brauchst du einfach bloß aufs Gras zu schmeißen. Aufs Gras zu schmeißen. Brauchst du einfach bloß aufs Gras zu. Kannst du auch ins Gras schmeißen, natürlich. Nee, mit der Faust würde ich das machen, oder brauchst du nicht. So, 22 Pfeile. Ich bin noch nicht so zielsicher. So zielsicher, deswegen, wir brauchen definitiv auch noch ein paar Nester. Und die suchen uns aber auf dem Weg. Ich denke auch mit. Oh, da ist ein Zombie, den hole ich mir mal fix. Ah, es kam jetzt mittlerweile mal ein Patch. Aber die Lecks wurden wahrscheinlich, wie es ausschaut, nicht entfernt. Nee, steht nur da, Verbesserung der Dingsbums. Standard, keine Ahnung, wie es heißt. Okay. Baumwollsamen kann ich bauen. Was ist das? Zu, hat er denn schöne Sachen einstecken? Nein. Ah, nee. Brauche ich Baumwolle. Okay. Waffen, Holzknüppel, Holzbogen, hier. Kann ich bauen. Ne, brauchst du denn nicht? Jetzt habe ich doch die ganzen Pfeile. Ich lock die weg und du hämmerst mit drauf rum. Aber du musst echt, Scheiße, ey. Hat mich aber auch ganz schön ausgenockt, die Sau. Ja. Boah, aber die Zombies alle hierher gelockt. Wie sind das denn, ey? Leckt mich am Arsch. Wo bist du? Da. Hier Richtung Stadt. Aber hier sind ganz schön viele Zombies auf dem Feld, aber die kann man sich ja wegholen. Ja, aber. Alle wäre auch nicht so doll, ne? Müssen wir aber. Ne. Achso, die habe ich schon, okay. Sind aber alle verteilt schön, ne? Ja. Obwohl, da kommt schon der nächste. Immer schön auf dem Kopf und immer wieder zurücklaufen. Der hat mich irgendwie erwischt. Fällt nicht um. Ja. Ist ja mal looten, guckst mal, was drin ist. War das überhaupt die Richtung mit der Stadt? Nicht. Nein, die Stadt ist in Richtung Süden. Waren wir nicht genau auf der anderen, waren wir nicht genau von unserem Haus aus gesehen? Direkt die Tür raus, gerade durch. Okay, hier liegt ein. Warum liegt hier ein Zombie einfach so rum? Ja. Alter! Ich hab gerade gesehen, hier den Zombie. Ich wollte gerade sagen, Alter, hinter diesem Zombie auf einmal war er mich. Wo kommt der jetzt hier? Ach du Hilfe, ist noch einer. Wo kommen die auf einmal her? Auf einmal hingeglitscht. Keine Ahnung. Also ich weiß, die sind ein bisschen weg. Okay, ich hab gar nichts gebracht. Also mein Knüppel bringt irgendwie gar nichts. Nur schön am Kopf haben. Der bringt gar nichts, der Knüppel. Ja, bei den großen. Ich glaube, die Zombies, wie ich gelesen habe, die haben auch eine verschiedene. Hier meine Axt. Die haben auch verschiedene. Meine Axt bringt mehr. Zombies sind denn hier? Ja, wir haben hier wieder ein paar Teile. Pass auf, hinter dir. Ja, mach doch! Warum machst du den denn ja, nicht? Ja, weil du da am Los warst! Ich kann doch nicht 5000 Mal! Ich kann doch nicht auf dich draufhauen! Mach doch nichts! Du feierst doch aus! Ja, Scheiße, wie komm ich jetzt an den Loot? Was für ein Loot? Das ist kein Loot! Der ist tot! Der ist schon ausgelootet! Der hatte Loot! Nee, der ist ausgelootet! Mein Gott, wo kommen denn die Viecher her? Schlimm, ey. Ist so leer. Ja, die okay, kommen also halt durch die ganzen Zombie-Leichen, ne? Mm. Kommen die halt immer wieder. Okay. Aber bringt Loot. Oh, was ist denn das hier für ein Haufen? Kann man da rausholen? Das? Mach mal mit. Oh, guck ich da noch. Steine, ne? Das ist da rauskommt. Moment,
Natriumpulver oder so. Ja, habe ich auch. Nitrat, so rum. Haben wir noch so einen Haufen und nehmen wir mal mit. Okay. Also ist die Stadt in die Richtung. Oh, hier ist noch so ein Haufen. Ich glaube, das war aus der Tür raus und direkt geradeaus. Aber hier ist ein dunklerer Haufen. Was geht man da raus? Schaut jetzt selber. Nö. Ja, ist die Kohle oder sowas, wa? Nur ist es einfach, die Steine sehen anders aus. Warte mal, ich gucke mal. Kohle? Weiß nicht. Erstmal abbauen, dann können wir immer noch gucken. Dück, dück. So, was Alter. Ist denn das? Ja, dauert Kohle aber länger. Dauert aber länger zum Abbauen, ne? Du hast einen vergessen. Wo sind wir? Wir sollten uns dann definitiv immer jetzt die Stadt looten. Bist du sicher, dass das in die Richtung war? Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Ich auch nicht, deshalb sag ich ja, gehen wir lieber nach Hause und dann von da aus. Wo ist unser Haus? Guck mal über den Berg. Wo ist unser Haus? Auf jeden Fall ist hier ne. Auf jeden Fall ist hier. Ne. Ach da, dann musst du da oben erst doch schlafen, das siehst du doch was. Boah, bin ich erschrocken. Alter, leck mich am Arsch! Was ist jetzt? Aber was schreck ich denn so? Ich hab die ganze. Weil ich die ganze Zeit hier geklötzt hab. Ja. Und dachte, ich habe alle Zombies im Überblick. Und auf einmal steht ein Zombie vor mir. Oh. Boah. Warum sind denn so viele Zombies hier, ey? Weil die Stadt in der Nähe ist, wahrscheinlich. Boah, die Drecksviecher, ey. Ja, hier ist die Straße. Der hat eine Brille auf. Dieses Geglitsche. Oh, ich habe eine Pistole gefunden. Wie geil. Kann man eigentlich diese Schrottautos hier auch zerhämmern? Ausprobieren. Ja. Kriegt da bestimmt Eisen oder so, ne? Nee, Metall. Das sieht aus wie Benzin oder so. Wie so ein Benzinkanister. Weg. Und jetzt? Ich guck mal, was das war. Der Benzin. Na gut, wir werden mal alles sehen. Benzinkanister habe ich gekriegt. 22. Okay, ich brauche noch einen Holzknüppel. Ging hier ziemlich schnell kaputt. Ich nehme meine Axt. Also mit der Axt komme ich besser. Muss ich sagen. Ziehe ich mehr ab. Ja. Wieder keine Ahnung. Ja, die Blechdosen kannst du ja gleich zerlegen zum Metall. Da hast du Platz gespart. Alles Mögliche zu. Alles Mögliche zu. Verrottetes Fleisch. Na, Eisenrohr, das sind so Sachen, die brauchen wir noch zum Craften. Das würde ich lassen, aber jetzt hier gerade. Weil Eisenrohr brauchst du wieder durch eine. Wie heißt denn das hier? Durch eine. Genau. Durch eine Schmiede. Und eine Schmiede zu bauen, die ist ziemlich beschissen. Und deswegen die Eisenrohre kannst du lassen, aber jetzt diese. Ah, pass auf hier, pass auf. Ich kann gerade nicht, ich bin am Looten. Geh weg da! Ja, ich konnte doch nicht. Du bist lustig. Ich kann nicht weg. Ich versuche da oben gerade die Biene irgendwo zu holen. Das Zombie-Bienen. Boah, also ich glaube, wir stehen hier wirklich vor der Stadt. Ja, die Viecher schießen, glaube ich, ne? Ich habe irgendwas Geiles gerade gelootet. Honig. Alter. Hast du aber getroffen, oder? Ja! Ja! Wo ist die einstecken hat, das Vieh? Ihhh. Nix. Kann man die zerlegen? Ja. Und da gibt's Fleisch. Ich glaube, Fleisch lockt Zombies ein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab nichts gefunden. Verrottetes Fleisch, ganz sicher.
Ach so, ja, das habe ich vorher schon gehabt. Ich habe eine. Und das kann man zerlegen. Eine Bleitrophäe. Und ja, die kannst du, glaube ich, auseinandernehmen, wenn man nicht alles ein Chiton habe ich gefunden. Die kannst du auseinandernehmen, diese komische Bleitrophäe. So, erstmal Auto looten. Schon wieder eine Bleitrophäe. Also was doch in der Richtung, wo ich gesagt hatte. Siehst du, da ist nämlich die Stadt. Ja, von einer Seite wahrscheinlich. Nee, das ist eine Fabrik. Weiß ich nicht, was das ist. Das sieht so fabrikmäßig aus. Oh, das geht weiter, das geht weiter. Das geht weiter. Wow, da kommen schon die ersten Zombies. Die laufen. Oh, ein Bär. Hä? Guck mal, Supply. Da hinten ist die Lootkiste, genau, die wollten wir uns doch holen. Aber pass auf, rennen sie sich einfach so los, da hinten ist nämlich ein Bär. Links von uns. Der hängt ja in der Luft. Okay, schon einfach los. Hör, jetzt ist weg. Hä? Nee, die liegt hier. Erster, nee. Und? Okay, wir haben drinnen. Bauplan für Eisenstiefel. Ja, nimm alles mit. Kann ich mal lesen. Ich lasse dir aber den Bauplan noch drin. Was sind das? Raketenwerferteile. Okay. Dann haben wir hier Schmerzmittel. First Aid Kit 4 Stück, Antibiotika 2 Stück. Messbecher, damit können wir dann kochen. Geil. Können wir messen. Und eine Messe abhalten. Da können wir das Lagerfeuer benutzen. Weil das war nämlich das, was uns gefehlt hat. Ach so. Na, können wir doch dann das verrottete Fleisch zum Beispiel kochen, oder? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Müssen wir probieren. Ich brauche wieder eine. Jetzt habe ich dir das. Axt. Die Axt weg. Du? Was? Ich hab die doch. Alter. Lesen. So. Warum kann ich das nicht lesen? Ah, jetzt. Weil du nicht lesen kannst. Was ist los? So. Alter. Die sterben. Alter. Ey, der stirbt nicht. Das ist ein Kind, oder? Nein. Irgendwas mit Spinnen zu. Zombie. Und hier. Alter, was ist denn das? Wie geil! Die habe ich vorhin schon gesehen. Die brennen. Geh weg. Muss aufpassen, sonst die stecken dich an. Dann brennst du auch. Muss aufpassen. Brandopfer. Was hat denn der so drin? Mhm. Interessant. Nimm mal mit. Warte mal, wie. Oh, das ganze Hüter sind fies, sind Spinnvieh. Oh, Alter, geh weg. Aber wie die knacken noch dazu, ihr Gott. Alter, den blockst du aber auch nicht einfach ab. Alter, was geht mit den Viechern ab? Die sind so übel, ja. Ne? Ich muss mich irgendwie heilen. Hast du irgendwas zum Heilen? Ja, hab ich tatsächlich. Wie viel hast du denn Energie noch? Warte mal, ich hab Wasser. Ja, damit heilst du dich doch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Doch. Oder? Warte mal. Oder? Trinkst du mal? Wie kann ich denn die Hälfte nehmen? So, hier schmeißt du was hin. Wo? Hier. Hab ich jetzt. Oh. Hast du Hilfe mit? Ja, war in der Kiste drin. Geil, hier haben wir schon. Ja, wir haben schon übelsten Loot, bevor wir überhaupt in das Ding reingehen, ey. Diese Lags, Alter. Okay. Hat jetzt nicht komplett gebracht. Ich will aber nicht das zweite auch noch verbrauchen. Also von 35 bin ich jetzt auf 75. Ja, ich hab's voll. Ne, ich will nicht noch eins verbrauchen, ne? Weil. Ich bin voll mit dem MD-Pack. Wenn
Du hast wahrscheinlich nicht so wenig gehabt wie ich, ne, Energie. Ach so, warte mal, wo bist denn du? Weil ich leg dir was hin, das kannst du lesen und dann lernst du das dazu, Moment. Ich kann nicht lesen. Und zwar einmal hier. Wie mache ich denn das mit den... Ja, einmal hier. Da musst du dann Dreieck draufdrücken auf das, auf den Gegenstand und dann kannst du mit oben lesen. Und dann lernst du die Sachen, die da drin stehen. Gerade schon die beiden Sachen auch gelernt. Ja, das ist dann weg, genau. Okay. Da hast du noch zwei was, ne? Ich hab dir zwei was gegeben. Ich hab nur eins. Ne, ich hab dir ein Buch gegeben und so eine Hose mit so einem Bauplan daneben. Ach, das muss ich auch lesen, oder was? Ja, ja. Und ich habe auch gelesen, dass man wohl, Skills lernen kann, um Schatztruhen zu finden. Das siehst du dann auf der Karte Schatztruhen und da kannst du dann... Das ist nämlich auch cool. Da hat man dann immer so ein Ziel vor Augen. Okay, ich gehe mal so ein bisschen näher an die Stadt ran. Ich habe gerade so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich nehme gerade Steine auseinander. Halt, stopp, wir machen was anderes. Wir gehen nochmal zurück. Boah, dieses Gelegge. Noch sind wir gut in Schuss. Boah, Alter. Komm mal zurück, bitte. Da. So, denn wir beenden jetzt hier den Part und wir werden dann im nächsten Part werden wir in Richtung Stadt gehen und dort ein bisschen looten. Ich weiß nicht, wie sieht es denn aus bei uns im Inventar? Also bei mir sieht es noch ganz gut aus. Habe ich noch Sachen, die man zerlegen kann? Meiner ist so ziemlich voll. Ja, man kann ja noch Sachen zerlegen oder vielleicht sogar Sachen, Ja, ich weiß nicht, die Dosen und so, du wolltest sie doch haben für Wasser und so. Na, die Dosen, die Blechdosen, die kannst du zerlegen. Dachte, weil du hast ja diese... da hast du ja diese Glaskrühe dafür. Ach so. Für Wasser. Mal zerlegen. So. So, dann hast du noch so... Hast du solche Casino-Chips? Solche goldenen? Ja. Wie viel hast du denn davon? 8 Stück. 8 Stück. Die kannst du auch zerlegen? Ja, sicher. Nicht, dass ich damit, die kannst du zerlegen. Nicht, dass ich damit irgendwas machen kann. Nee, die kannst du zerlegen. 8 Stück. Und dann gebe ich dir mal hier noch welche. Weil ich glaube, du brauchst immer 5 Stück dafür, um die zu zerlegen. Ich habe dir das mal hingelegt. Warte mal, hier ist das aus 5 Sandwich. Einmal Messing. Genau, und jetzt tust du hier nicht den Beutel. Okay, das warum ist der Beutel in Ordnung. Weil der Beutel irgendwie schon Mist ist. Ja, das waren. Oh, ja, ich brauche einen Jeton noch. Einen Chip brauche ich noch. Da kann man vielleicht so ein bisschen unsere Rucksäcke umräumen. Dass was wolltest du mir denn jetzt geben? Du wolltest mir einen Chip geben, oder? Ja, diesen Chip geben, dann kannst du wieder ihn zerlegen, genau. Nein, weil ich brauche den ja nicht, wie soll ich sagen. Vielleicht sollten wir uns wirklich mal so ein bisschen aufteilen. Ich habe 4, ich brauche wie gesagt einen einzigen. So, okay, dann würde ich jetzt sagen, wir machen jetzt erstmal hier den Part, beenden wir. Und ich würde sagen, der Aufnahmepause sortieren wir mal unsere Rucksäcke, dass wir wieder mehr Loot haben, mehr Platz haben. Wie du sagst, da kann man auch zerlegen, ne? Genau. Bringt? Bestimmt Blei. Müsste theoretisch Blei geben. Ja. Ja. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt die Part und Aufnahmepause, sortieren wir unsere Rucksäcke so um, dass wir mehr. Ich höre ein Flugzeug. Ach du auf. Okay, da hinten, irgendwo dort ist das runtergekommen. Geil, Alter. Also wie gesagt, wir machen das dann. Vielleicht gehen wir zuerst das mal dahin. Oder? Ich weiß es ja nicht. Ja, mal gucken. Ziemlich nah an. Okay, wir machen erstmal die Parts zu Ende und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis denn. Tschüss. Tschüss.